Ja, willkommen zurück, Freunde, bei Risen 3 Titan Lords. Wir haben Gollum gefunden, in dem Sinne Brain hieß er, glaube ich, und der will doch unbedingt seine Muscheln haben. Und die werden wir ihm doch jetzt mal hier organisieren, damit wir das Buch kriegen. So, da ist die erste glitschige Muschel. Das ist wunderbar. Die habe ich mir natürlich eben kurz auf der Karte markiert. Wir machen natürlich direkt weiter und jetzt werden wir mal eben kurz gucken gehen, was da drüben ist. Kann ja sein, dass da noch das ein oder andere schöne Stück liegt. Genau, gehen wir wieder auf den Zauber, auch wenn wir sie so hätten einsammeln können. Guck mal, wir bringen dir sogar Fisch mit, Gollum. Oh, ein leichter Goldsack. Ja, immer her damit. Oh, guck mal hier. Oh, wir können sogar Gold zu uns holen. Ja. Ja, die Bequemlichkeit, ne? Die siegt letzten Endes immer. Roher Fisch nehmen wir noch mit. Ja, es ist halt einfach, weil ich nicht so super einfach mit diesem, ich sag jetzt mal, Telekinese-Zauber von den Dämonenjägern. Extrem cool gemacht, hat auch eine hohe Reichweite. Finde ich ja extrem gut. Und wir wollen auch dann, sobald wir die Muscheln gefunden haben, uns natürlich direkt auf die Suche begeben, damit wir auch selbstverständlich für unseren guten Gollum eine Höhle finden. So, was haben wir hier noch Schönes? Irgendwas muss doch hier noch sein. Komm, wir haben doch so und so irgendwas übersehen. Da haben wir noch die glitschige Muschel. Zwei. Jawohl, fehlt ja nur noch eine. Haben wir noch einen rohen Fisch oder so? Na, komm. Nicht, dass wir hier noch irgendwas übersehen. So, noch einmal rüber. Ah, schade, er packt ja auch immer wieder die Waffe weg, ne? Guck mal, da hinten sehe ich es doch. Da muss doch noch was liegen hier. Na, ich dachte, da liegt noch eine Muschel oder so. Nö, nichts dergleichen. Wollen wir direkt mal weitermachen hier. So, haben wir hier vielleicht noch irgendwas übersehen? Ist ja, meine ich, egal, ob wir laufen oder nicht. Die müssten wir doch geplündert haben, oder? Achso, es liegen nur noch die Leichen hier, ne? Einfach nur so liegen die Leichen herum. Guck mal da, die Muschel haben wir übersehen. So geht das so. Das ist so einfach, so schön. Ich weiß nur, wie ich in Risen 2 alles abgeklappert habe mit unserem Knochenzepter oder wie das Ding nochmal hieß da, ne? Diese Knochenhand. Die war eigentlich extrem cool. Und ich muss ehrlich zugeben, ich finde das viel besser als hier diese komische Astralsicht. Aber selbst damit zeigt er uns alles an. So, wie Zweitwaffe nutzen. Achso, nee, wollen wir ja gar nicht, ne? So, ja, so. Ja. Einmal die 5. Und komm her. So. Na. Schnetzel, Schnetzel, ab ins Wasser. Geschnetzelt. Sehr schön. So. Dann mal mit Vollgas nach vorne. Na, kommt her. Ihr habt doch hier keine Chance. Nummer 1. Nummer 2. Na. Boah. Wirst du frech? Ich glaub's ja nicht. Freche, freche Viecher. So, dann wieder eingesammelt. Haben wir noch die Muschel? Ah, da ist. Oh, da ist die Muschel Nummer 3. Und wir müssen die Höhle bestimmt clearen, ne? Könnte ich drauf wetten für unseren guten Gollum. Ja, Freunde, verzeiht, aber ich glaube, das ist wieder so ein Gimmick eigentlich, dass er halt seine Höhle sucht oder so. Und er hat irgendein komisches Ding gefunden. Wenn er uns dann am Ende einen Ring gibt, ne? Wo dann noch draufsteht, einen Ring sie zu knechten oder so. Ich glaube, oh, da muss ich mich muten, weil ich einen übelsten Lachflash kriege. So, aber lassen wir uns überraschen. Ich weiß es nicht. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Wir haben ja mehrere Gimmicks schon gefunden. Also manche sind mir aufgefallen, manche wiederum nicht, ne? Der gute Mo, der uns verprügeln wollte wegen dem Gold, den gibt es ja auch in Gothic 2. Sie haben ja auch gesagt, back to the rules, ne? Und genauso ist es dann auch. Finde ich ja schon cool. Oh, wir buffen uns mal eben das hier. So, komm her. Oh ja, der sitzt. Oh Mist. Na oh, wir sind ja gar nicht komplett unverwundbar. So. Und den kriegt er auch noch ab, meine Lieben. Na komm schon. Nummer 1 ist schon mal hops. Und Nummer 2 auch. Ab Bones, so und dein Opferfleisch, ne? Komm hier, kriegst eine Heilung. Ja. So, dann wieder mal zurück auf die 9. So, haben wir irgendwas übersehen? Da ist die Höhle. Sind wir schon weit vorangeschritten hier. Dann tun wir nämlich die Insel hier noch clearen. Komm her, Muschel. Du gehörst noch uns. Möge die Macht mit dir sein. Und der Muschel. Sehr schön. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas Schönes versteckt ist. Na, da war doch was. Ich hab's doch genau gesehen. Was? Ein leichter Goldsack. Mal wieder. Okay, dann wollen wir da oben doch mal eben kurz hochgehen. Dafür brauchen wir nämlich nicht unseren Telekinese-Zauber. Aber jetzt könnte man eigentlich wieder benutzen. Falls hier noch irgendwas versteckt liegt, da oben geht's hoch. Da müssen wir so und so noch hoch, aber der Brain wartet ja da oben auf uns. Hieß er Brain? Ich meine Brain, ne? Ich meine, die ganze Zeit Gollum sagen ist ja auch ein bisschen blöde. Oh, was haben wir da Schönes? Ah, ich sehe schon. Wir haben Freunde. Sollen wir es mal wieder ganz gemein machen, weil es einfach so gut ist? Dann machen wir es so einfach mal.
Weil wir schon so übermächtig sind, machen wir uns noch mächtiger als übermächtig, nämlich schon fast gottgleich. So, auf geht's. Da wollen wir doch mal gucken. Hallo, meine süßen Ratten. So, Nummer 1. Nummer 2. Und das war's schon. Oder wie? Da geht noch ein Weg rein, Ratte. Hau mal ab. Du störst mich nur. Na, die wollten hier... Ja, er wollte ja nicht teilen. So, dich noch... Ja, genau, komm. Boah, ich wusste es, ne? Du bist so ein Mistvieh, ne? Ich hasse sie. Na, wer wird denn jetzt hier frech sein? Komm schon. Jawohl. So, und das müsste es doch jetzt gewesen sein, oder? Ich will es doch schwer hoffen. Oh, was haben wir denn hier? Ein schwerer Goldsack. Ja, cool. Schmiedehammer? Okay, was ist das denn? Ah, ein blutgetränktes Tuch. Okay, das klingt mir wieder ganz nach legendärem Gegenstand. Wollen wir doch direkt mal gucken. Charaktersammlung. Wo ist das Tuch? Was gibt es uns denn? Magiesicher. Okay, es ist magisch. Hm, ein blutgetränktes Tuch ist magisch. Klar. War ja schon immer so. Komm her, Pilz. Du gehörst auch uns. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich meine, bei so einer großen Armee, ich weiß gar nicht, wie viele Feinde wir eigentlich antreffen. Ich meine, was waren das Höchste? Ich glaube, wir sind auf insgesamt 3 Feinde auf einmal gestoßen, ne? So müsste es sein. 3 Feinde waren... Oder waren... Nee, es waren schon einmal 4 Scavenger, ne? Ja. Das müsste es eigentlich sein. Nee, die Ratte lassen wir am Leben. Und, tja, weiß ich nicht. Unbesiegbar halt, ne? Unbesiegbar. Ach, guck mal hier. Komm, da kriegen wir mal eben auf hier. Einmal rechts, einmal links. Ja, wie immer. Passt wunderbar. Ja. Nimm mal alles mit. Fackel finde ich super. Falls es mal wieder doch dunkel wird und wir wissen uns nicht zu helfen. Oh, sogar hier noch ein bisschen ein... Was? Ein brüchiges Tattoo? Hier ist die Rede von einem blutgetränkten Tuch. Ja. Das habe ich schon. Das haben wir ja gerade gefunden. Sehr, sehr schlau. Ja, sonst noch irgendwas Schönes hier? Bis auf das Buch. Ja, ein Bett, klar. Das können wir natürlich auch noch hier benutzen. Hier mal eben kurz das rohe Fleisch mitgenommen. So, haben wir was übersehen? Zeig her. Nee, anscheinend nicht. So, dann haben wir nämlich auch die Höhle clear. Finde ich wunderbar. Und da können wir nämlich mal eben kurz dann hochlaufen. Ja, einen Geschwindigkeitszauber haben wir nicht, ne? Ich meine, die schnellste Reisemöglichkeit wäre eigentlich der hier, oder? Na, ich weiß ja nicht. Nee, ich glaube eigentlich weniger. Komm, halte ich mal eben voll. Wir haben doch einen abbekommen. Hatten wir wahrscheinlich unseren Runenschutz nicht dabei. So, laufen wir mal eben kurz hoch. Und wenn er uns jetzt einen Ring gibt, ne, dann... Oh, da war ja auch nicht. Das wäre phänomenal, Freunde. Phänomenal. Aber so eine schöne Gegend, ne? Einfach traumhaft. Tja, und da bin ich mal gespannt. Ein Magier, der ein Buch hat, der wird uns das bestimmt nicht so einfach rausrücken. Wollen, geben, tun, wie auch immer. Hallo, Ente. Achso, ja, genau, komm. Ente, du hast Glück gehabt, weil wir einen falschen Zauber hatten. So, jetzt wollen wir natürlich vorsichtshalber speichern, denn... So. Hier hast du deine glitschigen Muscheln. Bekomme ich jetzt das Buch? Klasse! Jetzt kann ich das leckerste Muschelmus zubereiten, das du je gesehen hast. Wenn du länger bleibst, kannst du gerne etwas davon abhaben. Nein, danke. Mir reicht das Buch. Ist recht. Bleibt mehr für mich. Hier. Ja, guten Appetit. Jawohl. Buch des Bösen erhalten und wir haben eine Höhle. Ich habe eine geeignete Höhle für dich gefunden. Ach ja? Wo ist sie? Gleich hier auf der Insel. Du musst nur ein Stück um den Hügel herumgehen. So, so. So wie ich das sehe, haust in jeder Höhle Viehzeug. Hast du das auch beseitigt? Ja, klar. Da waren nur ein paar Ratten. Sehr gut. Die nächste Ratte, die sich in die Höhle traut, wird einen guten Braten abgeben. Du hast doch nicht vor, sie zu essen. Natürlich. Man darf nicht wählerisch sein. Und da du mir geholfen hast, sollst du natürlich nicht leer ausgehen. Hier. Außerdem ernenne ich dich zu meinem ersten Offizier. Danke. Aber nein, danke. Ja. Ich wollte gerade sagen, okay, wir haben eine Spitzhacke erhalten und Gold. Schade. Okay, ich dachte jetzt kommt wirklich was Tolles. Aber nun gut. Den Käse nehmen wir mit. Du meckerst ja nicht, ne? Ja, noch ein bisschen lecker Fleisch. Haben wir sonst noch was Schönes? Ja, unsere Dämonen sind wieder kaputt. Aber hier haben wir doch... Oh, die Truhe ist nicht abgeschlossen. Ja, dann komm, mach mal auf. Was haben wir denn? Ja, Gold und Brot, immerhin. Brauchst du das nicht, Junge?
Du bist doch so auf verlorenem Posten, will ich doch meinen. Oh, Freunde, kann man da oben hoch? Ich bin ja immer wieder so, ne? Ihr wisst schon. Immer wieder so. Ja, ja. Müssen wir uns eigentlich direkt mal angucken, bevor wir hoch zu den Magiern gehen. Komm, da oben ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Ich meine, wir reden hier von Piranha Bytes, ey. Die verstecken an jeder Ecke irgendwas. Wissen wir doch. Komm, ab nach oben mit uns. Was haben wir denn hier Schönes oben? Nanu? Das war ein komischer Weg. Ich trau dem Braten nicht. Doch, da war was. Hier. Was, da unten ist Gold? Was haben wir denn da übersehen? Aha. Kann man da runter mit einer Liane? Ich weiß es nicht. Ach, noch ein leichter Goldsack. Ja, dann komm, gib her hier. Ja, ich meine, Gold haben oder nicht haben. Wir brauchen so und so Gold. So, das noch mitgenommen? Da liegt ja noch mehr Gold, sag mal. Zum Glück haben wir diesen Zauber hier gelernt. Ich hörte, der abtrünnige Piratenkapitän Morgan ist in der Nähe gesichtet worden. Bitte, dieser was? Alte Haudegen scheint völlig durchgedreht zu sein. Man sagt, seit die Schatten da sind, wendet er sich sogar gegen seine eigenen Leute. Also wird er bei uns keine Ausnahme machen. Heißt das, dass wir uns für eine Schlacht gegen ein vollbesetztes Piratenschiff wappnen müssen? Richtig. Ich fürchte, sobald wir in See stechen, wird er uns angreifen. Bereite dich besser darauf vor. Ja, die Seeschlacht gegen den guten Morgan. Nun gut, ja, wollten wir ja auch eigentlich im Grunde genommen gar nicht anders, ne? Also ich meine, wir haben ihn ja gesucht und es hieß ja schon, er wird uns finden. Nun gut, dann soll es so sein. Wenn er uns herausfordert, wollen wir doch mal gucken, ob wir für die Schlacht auch gerüstet sind. Ach, guckt euch das mal da unten an. Das ist ja ein richtiges Paradies da unten. Gib mal alles her hier. Ich hoffe, wir übersehen da unten nichts, aber ich glaube es ja weniger. Wir werden die Sachen ja einfach jetzt mal mitnehmen. Also so hier mit dem Telekinese-Spruch. Meine Güte, leichter Goldsack, das ist schon... Und noch mehr leichte, sag mal, was ist denn da unten für ein Schatz? Was für ein Paradies. Ja, ganz schön viele Leute abhanden gekommen. Nicht, dass hier oben uns wieder so ein, na, ich weiß nicht, so ein Schrecken aus dem Norden erwartet oder so ein Mist, ne? Bin ich ja kein Freund von, auch wenn wir übermächtig sind. Ich will mich nicht erschrecken, ich mag's nicht. Mama. So, hier noch Gold mitgenommen. Nee, ich glaube, wir werden so ziemlich mit allem fertig. Ja, das sehe ich schon. Wir können da nämlich auch runterkrachen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie kommt man denn da unten hoch? Warte mal, ich speichere mal. Komm, speichere mal zu Ende. Jawohl, da ist das Symbol weg. Und jetzt werden wir hier mal vorsichtig runtergehen. Ah, ja, ich wusste es. Wir haben nämlich Schaden erlitten. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt will ich mal eben kurz gucken, ob wir hier vielleicht nicht das ein oder andere Stückchen vergessen haben. Nee, sieht gar nicht so aus, ne? Ja gut, alles klar. Dann können wir auch eigentlich direkt wieder Spielstand laden machen. Ja, genau, komm. Der geht ja immer so schön auf die Schnelle. Ist ja gar kein Problem. Und wenn wir wieder oben sind, dann ist das nämlich gar kein Ding hier. So, und schon sind wir oben. Was erwartet uns denn hier oben? Hallo? Was ist denn hier ganz am Ende? Na, ich traue dem Braten immer noch nicht. Wie, ein Gürteltier? Gürteltierplage. Zwei Gürteltiere. Nanu? Ja, komm. Den Proviant nehmen wir mit. Warum denn nicht, ne? Und sonst haben wir hier nichts. Das ist eigentlich so ein Platz für einen Schatz, ne? Eine Feuerblume. Die nehmen wir gerne mit. So, und was haben wir hier Schönes? Hier ist wieder einer gestorben. Ach, hier, guck mal. Wieder Gold. Ja, hey, das hat sich richtig gelohnt, ne? Ich meine, haben wir doch einiges bekommen, ne? Wurfmesser? Vielleicht noch altes Wissen oder sowas Schönes? Hier so am Ende der Welt? Aber schon schön. Das muss immer so ein fantastischer Blick sein, ne? Wenn man so rauf aufs Meer schaut. Ich meine, wer weiß, vielleicht leben einige Zuschauer von euch ja am Meer, ne? Wer weiß, ich leider nicht. Ich komme ja aus NRW, bei uns gibt es kein Meer. Ne? Meerschweinchen schon, aber kein Meer. So, nee, falscher Zauber. Das muss immer so wahnsinnig schön sein, gerade im Urlaub. Und hier kann man auch runter, ne? Aber nee, da gibt es auch wiederum nichts. Nicht, dass ich da oben was vergessen habe. Wehe, wehe. Aber wir werden da bestimmt auch irgendwann nochmal entlanglaufen. Bestimmt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier offscreen nochmal absolut alles abgrasen werde, damit ich absolut nichts verpasse. Ich mache sowas super gerne. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin halt nun mal so der uralte Gothic-Typ. Muss ich ja ehrlich zugestehen, weil für mich sind es halt nun mal die besten RPG-Spiele, die es meiner Meinung nach gibt, ne? Also ich sag jetzt mal Gothic...
von der Skala, ich würde sagen, Gothic 2 ist das beste RPG. Und danach würde Gothic kommen, danach Gothic 3. Da gab es ja dann schon die ersten Unstimmigkeiten, sag ich mal. Ne? Da gab ja die Trennung von Piranha Bytes und damals so ein Kram und so. Ne? Aber das wäre ein anderes Thema. Das kann ich euch ja mal erläutern, wenn wir dann mal zu Let's Play Gothic angelangt sind. Da war ich ja schon am Überlegen und da wurde ich sogar gefragt in einer persönlichen Nachricht, ob ich das nicht mal Let's Playen möchte. Aber doch, das werden wir doch bestimmt mal machen. So, gehen wir mal weiter. Aber Risen 3 ist nicht schlecht. Also viele sagen ja, das ist schlecht. Ich finde es überhaupt gar nicht schlecht. Man braucht halt nur den ein oder anderen Fanpatch. Und da haben sich viele Leute ziemlich viel Mühe gegeben, damit das Spiel dann eigentlich so läuft, wie es eigentlich normalerweise laufen sollte. Und es macht Spaß. Auch eine coole Geschichte. Die guten Gothic-Teile. So, jetzt wollen wir aber mal hoch hier. Hier kann man irgendwie hoch, ne? Lass uns mal gucken. Genau, wir müssen... Ach du meine Güte, das ist aber ein Weg. Durch die Höhlen können wir ja, ne? Wenn ich das richtig sehe, ja. Durch die Höhlen. Gibt es wahrscheinlich vielleicht auch einen schnelleren Weg nach oben. Müssen wir uns doch mal angucken. Lecker Truthahn. Ne? Meckert auch eh keiner. So, mit Schwung, damit es sich auch lohnt. So, schön mitgenommen hier. Ach, guck mal hier, noch ein paar Bärchen. Ah, ich darf nicht so viel einsammeln. Hier will ich mich eigentlich in aller Ruhe noch rumgucken. So, wen haben wir denn hier oben? So, direkt mal speichern. Wer bist du denn? Hallo? Sieh an, ein Neuankömmling. Ja. Du willst bestimmt zum Lager der Magier. Richtig. Ja, das wäre cool. Der hat mich alleine angesprochen. Ja. Nee, ich will nur zum Magielager. Die ganze Insel erkunden? Nee, später. Komm. Ei, ich will zum Magierlager. Ich kann dich hinbringen. Hab eh noch ein paar Sachen dort zu erledigen. Du kannst dich natürlich auch alleine durchschlagen. Och, der will mit uns mitkommen. Soll mal mitnehmen? Der kann uns was beibringen? Was denn? Kannst du mir etwas beibringen? Klar, aber umsonst mache ich das nicht. Das ist nicht doch klar. Mal für Wächter. Von irgendwas muss ich ja auch leben. Ja, komm, heul nicht rum. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Silberzunge steigern. Coole Sache. List und Einfluss. So, für 1000 Gold. Haben wir aber, glaube ich, nicht, ne? Zumindest Einfluss 55, List 35. Haben wir das? Ich finde die Silberzunge extrem wichtig. Ich mag das einfach, die Leute zu überreden. Das ist so cool. Nee, Einfluss auf 55. Eieieiei. Wie viel haben wir denn? Wir haben immerhin schon mal wieder 11.000 Ruhmpunkte. Wir sollten uns irgendwie mal entscheiden, schon mal ein Attribut so auf 60, 70 zu bringen, damit wir dann schon permanente Tränke zu uns nehmen können. Freunde. Aber nun gut, komm, dann, Was hast du auf Taranis zu schaffen? Ich bin Wächter und kümmere mich um Neuankömmlinge. In diesen Zeiten braucht jeder ein wenig Führung und ich weise ihnen den Weg. Du rekrutierst also neue Leute? Hier sind auch andere Gemeinschaften willkommen. Solange sie den Magiern Respekt erweisen und nicht zur Inquisition gehören. Okay. Was ist mit der Inquisition? Was habt ihr gegen die Inquisition? Sie haben den falschen Weg eingeschlagen. Versteh mich nicht falsch. Ihre Motive sind gut. Früher gehörte ich auch einmal zu ihnen. Aber sie haben den Magiern den Rücken gekehrt und das ist ein großer Fehler. Was die Inquisition angeht, ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten Absichten. Okay. Ich meine, wir haben schon gehört, die haben so einige Probleme, ne? Auf Takarigua müsste es gewesen sein. Aber nun gut, dann... Ja, komm, bring mich mal dahin. Bring mich zu den Magiern. Na, dann komm mal mit. Ja, dann wollen wir mal. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Bleib stehen. Ja, bleib mal stehen. Ja, genau, bleib mal stehen. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht und meckerst, ne? Nee, ne? Du willst uns ja begleiten. Wollen wir uns doch hier mal umgucken. So, noch eine Truhe mitgenommen von dem Guten. Ah, sowas muss man schon nutzen, ne, oder? Nanu, was soll der Kram denn hier? Wer bleibt denn von euch oben und wer nicht? Naja, muss man das jetzt hier verstehen? Nee, egal. Hat ja immer noch geklappt und ist aufgegangen. Bier, Brot, Gold. Her damit. Meins. Was haben wir hier noch? Ein Bett brauchen wir eigentlich nicht. Komm, Fusel oder so. Eine Spruchrolle. Kristallfackel. Nehme ich natürlich gerne mit. Komm, geh mal auf die 9. Wir haben echt nichts verpasst hier, ne? Nee, alles klar. So, dann auf geht's. Können wir direkt gleich 8 überall benutzen. Auf Taranis wachsen Kristalle. Magische Kristalle. Die setzen wir in die Artefakte ein und wirken damit mächtige Zaubersprüche. Okay.
Was gibt's denn da oben? Oh, ich sehe schon. Da kommt wieder dieser Erkundungsdrang, kommt da wieder hoch, Freunde. Aber wisst ihr, was ich denke? Wir lassen den einfach mal da vorne stehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.